Guten Morgen zusammen. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute mache ich mich auf den Weg zu meiner ehemaligen Meisterschule nach Kassel und darf dort 80 Meisterschülern meine Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren weitergeben. Also meine erste Dozententätigkeit, darauf freue ich mich schon riesig und da nehme ich euch heute einfach mal den ganzen Tag ein bisschen mit. So, kurze Pause hier nochmal. Gleich bin ich schon da, 20 Minuten noch bis Kassel. Kurzer Morgenkaffee nochmal. Und auch wichtige Info, wenn ihr jetzt ja hier auf YouTube zuschaut, das BUBIZA Kassel, also das Bundesausbildungszentrum für Zimmerer und Ausbaugewerbe, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der werde ich aber nachher den Elmar Mette auch mal interviewen und fragen, was es da so zu sehen gibt. So, noch gerade ein paar Mails beantworten und dann geht's auch schon los. Falls ihr euch gefragt habt, wie heißt denn da eigentlich der Vortrag, den du da gleich dreimal 1,5 Stunden hältst, das zeige ich euch mal gerade. Und zwar ist das Zimmer in mit Herz von der Schule in die Praxis. Ich kann dann mal gerade für euch durchscrollen. Verschiedene Folien zum Buch. Was ist deine Leidenschaft? Und ja, ich werde euch berichten, was die Meisterschüler dazu gesagt haben. So, endlich angekommen in Kassel, in der schönen Stadt, mit der ich sehr viele positive Erinnerungen verbinde. Und ja, ich bin total gespannt, wie es gleich wird. Freue mich schon sehr auf die über 80 Meisterschüler. Und was total mega ist, jetzt, ne, wo man ja, Dozent ist, darf man natürlich hier auch auf dem Lehrerparkplatz parken. Und ja, man genießt die Vorzüge. Bis später. So, gleich geht's los. Hier bin ich vor den ersten beiden Klassenräumen. Da gehe ich jetzt gleich rein und dann werde ich berichten. Bis später. So, meine Lieben, heute ein mega Vortrag hier gehalten in der Meisterschule in Kassel. Und ja, ich möchte euch mal kurz die Reaktionen zeigen auf meinen Vortrag. So, jetzt Vorträge sind alle fertig. Hier gehe ich jetzt gerade mit dem Elmar Mette nochmal rum. Und seit 10 Jahren hat sich hier wirklich einiges getan. Also wirklich mega. Also nur zu empfehlen, diese Meisterschule. Hier werden inzwischen komplette Holzrahmenhäuser gebaut, die dann auch für einen guten Zweck einfach Jahr für Jahr auch weitergegeben werden. Auch durch coole Firmen gefördert werden, gesponsert werden. Hier seht ihr ein komplettes Haus. Das bleibt aber immer stehen. Und ich möchte euch auch mal ganz kurz in die Halle führen, was da so alles möglich ist. So, einmal folgen. So. Auch hier ist wirklich alles da. Hier können Holzrahmenwände produziert werden, wo die Azubis oder halt auch die Meisterschüler was vorproduzieren können. Man kann alle Anschlussdetails sehen. Wirklich mega. Und dann natürlich im hinteren Bereich auch nochmal das Herzstück mit der Ab- und Straße. Auch eine Robot, wo auch gezielt Schulungen für eben die Hundegger oder halt auch ja, für das alte System mit dem Einzelstab oder auch mit dem Kamion, dem aktuellen System gemacht werden können. Also wirklich sehr zu empfehlen. Und auch nochmal, ja, wie ich eben schon angekündigt habe heute Morgen, auch da vom Herrn Elmar Mette entwickelt der YouTube-Kanal, wo es sehr viele interessante Themen gibt zum Shiften, zum Thema Holzbau. Auch da schaut da gerne mal rein. Madet Jod. So, jetzt bin ich fertig mit meinen 3 Vorträgen. War wirklich super cool. 3 Megaklassen, die richtig schön mitgearbeitet haben. Und ja, die wirklich alle Bock auf den Baustoff Holz haben und auch die Leidenschaft dafür haben. Und es ist immer so interessant, auch zu sehen und zu erleben, wie sie zu der Leidenschaft gefunden haben, auch im Hinblick auf, ja, manche haben mit ihrem Opa schon zusammengearbeitet mit Holz und haben jetzt eben die Leidenschaft für sich entdeckt und gesagt, hier, ich will das ein Leben lang machen und suche mir dafür meine Ausbildung zum Zimmermeister. Also wirklich cool, was da teilweise für Stories einem erzählt werden. Oder der andere mit seinem Bruder zusammen machen die jetzt gemeinsam eine Firma auf, um dann im Münsterland in der Region der Platzhilfe für Holzrahmenbau zu werden. Also wirklich coole Stories. Ich bin sehr dankbar für diesen schönen Tag. Und ja, ich habe gehört, ich darf jetzt jedes Jahr hier hinkommen. Freue mich natürlich sehr, dass ich da auch mit meinem Wissen einfach den Meisterschülern helfen kann. In diesem Sinne, viel Swoot! 21:30 Uhr, ein langer Arbeitstag geht zu Ende.
der heute Morgen ja so um 5 Uhr angefangen hat. Obwohl, Arbeitstag ist es eigentlich am Ende des Tages gar nicht, ne? Neben dem, dass wir tagtäglich Menschen dabei helfen, natürliche Wohnräume aus Holz zu bauen, ist es uns natürlich auch ein großes Anliegen, den Holzbau-Nachwuchs, die jungen Zimmermeister, da unser Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben, damit auch die es in ihren Betrieben so umsetzen, damit eben der Baustoff Holz zur Nummer 1 in Deutschland wird. Deswegen, ja, ich mag das total, da auch jungen Menschen zu helfen. Und ja, vielleicht ist es aber auch bei dir so, dass du gerade das Video dir hier anschaust auf unserem YouTube-Kanal und hast Lust auf eine neue Herausforderung und ja, möchtest vielleicht zu uns und in unser Fields Wood Team kommen. Da würden wir uns sehr über eine Bewerbung freuen. Da einfach nur auf die Links in unserem Shownotes klicken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auch diese Woche sehr persönlich, diese Woche mal sehr gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Freue mich sehr auf nächste Woche. Euer Benjamin Stocksteven.